Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Kingdoms of Amalur. Wir sind hier im Fatesworn, im dritten DLC, im neuesten DLC, in Mithros angelangt. Und ja, haben hier erstmal so ein paar kleine Nebenquests an der Weststraße zu erledigen. Und unter anderem quatschen wir erstmal mit Dolan Hardy und sind auf der Suche nach einem gestohlenen Grenzpass. Ihr wieder. Wir Neuankömmlinge müssen zusammenhalten. Was meint ihr? Wieso ihr wieder? Ich hab doch noch... Du kannst mich doch gar nicht kennen. Rucksack. Nehme ich. Was mehr Dietriche? Nehme ich. Normale Dietriche? Nehme ich. Vielen Dank. Ja, und verschieden. Das müsste ich eigentlich echt mal ein bisschen... Ja. So, Ebenholz, Ebenholz, Ebenholz. Furchtschuppen. So. Große Klingen. So, das. Kleine Klingen. Da reicht es auch, wenn wir eine behalten. Aber das macht dann keinen Unterschied, weil es trotzdem einen Platz belegt. Kompass des Schicksals. Die Wünschelrute. Das behalte ich mal alles. Makellos, 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 makellos. Makellos, 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 makellos. Makellos, 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 makellos. Boah, wie viele makellose Sachen wir haben, ne? Da kommen die Scherben. Und dann kommt Meisterhaft. Komm, keiner braucht Meisterhaft. Weg. Alles mit Meisterhaft kommt weg. So, Tilts Sammlung. Die würde ich auch gerne noch loswerden, aber... Alles mit Meisterhaft kommt weg. So, Meisterhaft, 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 Meisterhaft. Da habe ich wieder ganz viele makellose Sachen kaputt gemacht. Warum sind die da zwischendurch drin? Das ergibt ja nicht mal Sinn. So, macht's gut. Dauert nur noch ein bisschen. Keine Sorge. Wir haben es fast geschafft. Okay, das haben wir. Das Mal des Königs behalten wir. Das behalten wir auch. Das werde ich auch wieder irgendwann zusammenfassen. Die ganzen einfachen Sachen. Schwache Sachen. Jetzt wurde geheimnisvoller Brief. Die Grenzgenehmigung sollte ich behalten. Artefakt. Und Rattenfleisch verkaufe ich auch mal. So. Und jetzt kaufe ich noch die makellosen Sachen zurück, die ich verkauft habe. Meisterhaft, meisterhaft, meisterhaft. Meisterhaft, 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 meisterhaft. Da, makellos. Das kaufen wir zurück. Das. Kann ich das nicht zurückkaufen? Oder kann ich das unendlich oft zurückkaufen? Habe ich einen Bug gefunden? Das wäre ja witzig. Ich war mir nicht sicher, ob ich kommen sollte. Es ist nicht einfach, sein ganzes Leben zusammenzupacken und an einem geheimnisvollen Teil der Welt neu anzufangen. Nachdem ich von Telogros und seinen Chaos-Kulten erfahren hatte, hätte ich meine Pläne beinahe aufgegeben. Doch ich habe mich entschlossen, weiterzumachen. Okay. Ich kannte Männer wie ihn in Adessa. Grausame, besitzergreifende und feige Kriecher. Jeder einzelne von ihnen. Sie schwingen ihre Titel wie Keulen. Ich hatte gehofft, dieser Falschheit hier draußen in den Bergen entgehen zu können. Doch offenbar ist man nicht einmal in der Wildnis vor ihnen sicher. Ich war in Adessa sehr erfolgreich. Ich beriet die Garnison der Prätorianer bei Bannungsprozessen. Manchmal sogar die Scholia Arcana. Damals dachte ich, dass ich alles schaffen könnte. Heute ist mir klar, wie falsch ich lag. Okay, zeigt doch mal eure Genehmigung, bitte. Hier, bitte. Da. Ich habe eine Grenzgenehmigung. Wer will das überhaupt wissen? Bisher wirkt Mithros wie jeder andere Ort auf mich. Ein Lager für Diebe und Schwindler. Ah, ich hätte in Adessa bleiben sollen. Ja, wer ist mal da geblieben? Und jetzt gib doch einfach mal noch Godrics Genehmigung zurück. Eine gestohlene Genehmigung? Welche gestohlene Genehmigung? Seid ihr wahnsinnig? Ich habe diesen Pass in Didenhill von der Alpha-Miliz gekauft. Erzählt dieser arrogante, hochwohlgeborene etwa, dass ich seine Genehmigung gestohlen hätte? Was für ein Feigling! Ich habe nichts dergleichen getan! Okay. Lebt wohl. Tja. Grenzgenehmigung. Komm, ich muss das eh klauen.
Leute! Wachen, ich stelle mich. Passt auf eure Genehmigung. Ja, mache ich. Hey, Wachen, ich stelle mich. Hello. Ich habe Scheiße gebaut. Hallo. Hallo. Warte mal, ich glaube mal von dir. Ja. Ja. Ihr da, halt. So, ich bezahle meine Strafe. Kein Problem, sehr gerne. So, wir haben jetzt eine Grenzgenehmigung bekommen. Jetzt ist die Frage, diese Grenzgenehmigung, die wir bekommen haben. Wo ist die denn? Ist die hier mit bei? Da, die geklaute Grenzgenehmigung. Kann ich nicht reingucken. Okay, wozu auch? Na gut. Passt auf eure Genehmigung auf. Ich würde sagen, der Typ hat jetzt keine Grenzgenehmigung mehr. Wir sollten ihn nochmal fragen. Guten Tag. So, Kollege, hier. Der Wunderwirker ist zurückgekehrt. Von all diesen jämmerlichen Flegeln habe ich all meine Hoffnungen in euch gesteckt, mein Freund. Lord Godric Payne hat ein gutes Auge für wahres Talent. Möge Mitaru euch segnen. Diese Grenzgenehmigung ist wieder in den Händen des rechtmäßigen Besitzers. Bist du sicher? Okay. Zu gefreiten Sterling zurückkehren. Ja gut, dann scheint das abgeschlossen zu sein. So schnell kann es dann doch gehen. Gut, gut. Ich gebe das dann gleich mal ab. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir für die anderen Sachen dann großartig wieder zurücklaufen müssen. Dann laufe ich lieber jetzt zurück. Und gebe gleich Bescheid, dass alles gut ist. Wir wollen ja auch nicht, dass sie ihren Posten verliert. Ihr seid zurück. Bravo. Ich habe Neuigkeiten für euch. Seht nur, ein aktualisiertes Verzeichnis. Es ist gerade von diesem Drückeberger gefreiten Lloyd eingetroffen. Er hat seine Techtelmechtel wohl lange genug unterbrochen, um ein wenig zu arbeiten. Dann schauen wir mal. Letzte Ankömmlinge. Okay, da haben wir es. Zugelassene Genehmigungen. Colette, genehmigt. Thorn, genehmigt. Und Hardy, genehmigt. Oh oh, ich sehe hier nirgends Godric Payne. Ich hab's gewusst. Alles Gute. Ich hab's genau gewusst. Ich hab's genau gewusst. Der Typ macht so einen auf Schickimicki, dass der nichts Gutes im Sinn haben konnte. Tja, Godric. Godric, Godric, Godric. Wenn ich dich in die Finger kriege. Hi. Oh, hallo. Ich, nun ja, ich hätte nicht erwartet, euch wiederzusehen. Zumindest nicht so schnell. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich die Karawane so eilig verlassen habe. Nun, ich habe eine gute Erklärung dafür. Eine sehr gute Erklärung. Ihr stellt Lord Godric Payne in Frage? Ich bin der Wächter der Lunagärten. Nicht irgendein zerlumpter Flüchtling, der um Brotkrumen bettelt. Ich gebe gar nichts zu, weil ich nichts Falsches getan habe. Ich würde zu gerne sehen, wie ihr das Gegenteil beweist. Vielleicht habt ihr recht. Oh, hat geklappt. Verbrechen passt nicht zu Godric Payne. Und so. Jeden Tag wache ich mit der Angst auf, entdeckt zu werden. Ihr dürft die gestohlene Genehmigung nehmen. Aber erzählt niemandem, was ich getan habe oder wo ich zu finden bin. Ihr habt euch wohl. Na gut. So, Hardy, sorry, dass ich dir die aus der Tasche geklaut habe. Es tut mir wirklich leid. Ihr habt meine Grenzgenehmigung genommen. Unglaublich. Und ich dachte, ihr wärt ein Idealist wie ich. Es gibt überall nur Zyniker. Sogar in Mitros. Die nehme ich, danke. Ich lasse euch die Sache nochmal durchgehen, weil ihr mir die Genehmigung zurückgebracht habt. Aber ab jetzt keine Tricks mehr. Ja, sorry, ich... Lebt wohl. Ach. Zumindest habe ich genug Eier in die Hose, um meine Fehler einzusehen. So. Gut, hätten wir das auch geklärt. Gehen wir nochmal zurück. Lulululala, du, 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 du. So. Ach ja. Bisschen Mist gebaut, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, ne? Ich habe gerade Neuigkeiten zur Grenzgenehmigung erhalten. Ich möchte mich gleich als Erster bei euch bedanken.
Meine Vorgesetzten saßen mir bereits wegen dem Dokumentenschwarzmarkt und der Genehmigungspiraterie im Nacken. Das hilft. Tut mir leid, dass ihr so viele Mühen auf euch nehmen musstet, um sie zu finden. Ja, ach, alles gut. Vielen Dank. Auf bald. Das ist zwar nur ein Viertel von dem, was ich bezahlt habe, um die Bekanntheit runterzumachen, nachdem ich die Grenzgenehmigung geklaut habe, aber hey, ist, wer so doof ist wie ich und einfach einem dahergelaufenen Irren glaubt, der sich für Lord von sonst was hält, der ist selber schuld und der muss auch mal ein bisschen in die Tasche greifen. Ich meine, immerhin haben wir auch nur, 12.800.000 Gold. Das ist schon, also, das ist schon knapp. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll, wie ich das überstehen soll. Hallo. Was ich übrigens gut finde, meisterhafter Mana-Trank, den kannst du auch behalten. Was ich übrigens gut finde, Adalenas Flöte. Sehr schön. Das finde ich gut. Nee, was ich gut finde, dass die anscheinend das Level-Cap ein bisschen angehoben haben. Also wir können wieder Level aufsteigen. Das führt mich natürlich zu der Frage, ob wir nicht möglicherweise, das ist das falsche Ding. Sind wir... Schnelligkeit, ungezügelte Wut. Gab's, ja doch, das gab's vorher schon. So Grimm kenne ich auf jeden Fall. Wir hatten nur nie genug Punkte dafür, weil man nicht so weit aufsteigen kann. Schicksale, geht's denn hier jetzt noch weiter? Theoretisch? Macht Raffinesse? Nee, geht tatsächlich nur so weit. Na gut, Techniken? Achso, das sind die Dinge. Wo ist es denn? Status. Effekte, Talente. Hier ist es drin. Handeln könnten wir noch eins gebrauchen, theoretisch. Habe ich mir das nicht selber beigebracht? Warum ist denn das hier noch eins in grün? Naja, egal. Aber obwohl es Level-Ups gibt, wir können hier nichts mehr aufstufen. Auf der Weststraße herrscht das reinste Chaos. Gut, gut. Dann geben wir mal Adalena ihre Flöte zurück und dann sollte Colette ihre Band aufmachen können. Ja, bitte? Ihr habt sie tatsächlich gefunden. Ich war mir sicher, diese Banditen würden euch abschlachten. Dankeschön. Dann schulde ich euch wohl ein paar schöne Klänge. Sagt mir einfach, wo eure Freundin ist, dann statte ich ihr einen Besuch ab. Ja, die ist da so. Man sieht sie. Okay, und jetzt müssen wir mit Cola Zero reden. Dann machen wir das mal. Na, hast du jetzt Bock mit uns zu quatschen? Ihr seid neu in der Karawane. Also, warum seid ihr hier? Niemand ist ohne Grund hier. Ja, ich bin auf Mission, aber wollt ihr in ein Ensemble? Meine Arbeit ist experimentell. Ich spiele nicht für andere, ich spiele für mich. Momentan spiele ich für niemanden. Meine Laute ist kaputt. Ich würde ja gehen und mir etwas Holz besorgen, aber ich möchte mir nicht meine magischen Hände ruinieren. Ja, das verstehe ich. Männer und Frauen verschwinden. Manche von hier, andere aus den provisorischen Lagern direkt voraus. Niemand weiß warum, aber bisher haben die Kriegsgeweihten rein gar nichts unternommen. Sorry, also deren Erstgeweihter ist auch einfach scheiße. Ich bin Zero. Nee, ich habe über die Jahre viele Touren durch Amalur gemacht. Meine Balladen und Instrumentalstücke sind in allen Königreichen bekannt. Keine Autogramme, bitte. Na gut, dann halt keine Autogramme. Was brauchen wir denn? Boggartholz, okay. Gut, dann sammeln wir ein bisschen Boggartholz. Ich wette, das finden wir irgendwie auf unseren Reisen. Juti, dann wären wir fürs Erste hier fertig. Dann lasst uns doch mal weiter gen Norden ziehen. Die Map sieht gut aus. So. Sind das hier drüben vielleicht schon Boggarts? Haben die vielleicht das nötige Boggartholz für uns? Es sind Wölfe. Und plötzlich habe ich das Gefühl, dass die nicht das nötige Boggartholz für uns haben. Wie ich darauf komme, kann ich euch allerdings nicht sagen. Na gut. Okay, hier oben geht's noch weiter. Hier haben wir noch einen Händlersmann. Hallo. Eine Händlersfrau. Händlersfrau und Isaac Thor. Das wird sich alles noch zum Besten entwickeln. Guten Tag, mein Freund. Ich habe ein gutes Gefühl. Wie er zweimal gleichzeitig quatscht, ist auch schön.
Kandoraforn. Sucht ihr nach etwas Bestimmtem? Ich habe die neuesten Waren im Angebot. Ich weiß nicht. Es ist vielleicht nicht was für jeden, aber es gibt keine schönere Landschaft in ganz Amalur. Und die frischen Bergbriesen wirken wahre Wunder. Ich muss sagen, ich bin von der Gegend ja sehr von Galgens End überzeugt. Die finde ich wunderschön, die Insel. Es ist nicht das, was es mal war, aber der Handel läuft. Ja gut, ne? Dann kaufen wir doch mal ein. Was habt ihr denn so schönes Waffen? Könntest du behalten? Verschiedenes. Dann kaufe ich uns mal 3 Dietriche. Den Rest können wir eigentlich zugeklappt lassen. Den kaufe ich eh nicht ein. Juti, das war dann wohl Kandora. Jetzt bin ich hier gefangen genommen worden. Auch nicht schlecht. Wen haben wir denn hier drüben? 2 Random Gnome oder? Siedler, hier. 2 Random Gnome. Na gut. Was sind wir denn hier eigentlich? Okay, das heißt für mich, hier geht's offiziell lang, wenn ich das so auf der Map sehe. Dann sollten wir doch erstmal in die andere Richtung gehen. Zu diesem kleinen Höhlchen dort oben. Hallo. Haben wir hier hinten vielleicht die Boggarts? Ja, das sind auf jeden Fall Boggarts. So. Ja, du mich auch. Holz, Boggartholz. Wunderbar. Noch mehr Boggartholz. Dann können wir Zero jetzt das Holz bringen. Okay. Gucken wir nochmal hier in die Ecke. Noch mehr Boggart. So, okay. Mach's gut. Und was haben wir denn hier Schönes im Wasser? Wieder mal Mist. Das ist doch toll. Na, du kleiner Krabbelkrebs. Mist ist immer gut. Und ein aufgefressener Typ. Was kann es denn Schöneres geben als Mist und aufgefressene Typen? Das ist einfach nur ganz große Klasse hier. Lalalalala. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das Ensemble jetzt zusammen haben oder ob wir wahrscheinlich noch einen von den Thorns anwerben müssen. Ich kann euch wirklich gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass es mit Amalur weitergeht. Das ist wirklich eins meiner Lieblings-RPGs, also... Gebt auf euch 8. Ja, gib auf dich 9, Kollege. Gib auf dich 9. Ich habe ewig auf dieses DLC gewartet. Ihr habt es tatsächlich gefunden. Sollte ich mir Sorgen machen, dass das Holz gestohlen ist? Sind euch die Kriegsgeweihten auf den Fersen? Gut gemacht. Auf euch ist Verlass, was man von den meisten dieser Trottel hier nicht behaupten kann. Ich spiele mit eurer Freundin... Auch wenn es mir vielleicht nicht gefällt. Okay. Alles klar. Zu Colette zurückkehren. Dann sind die jetzt schon mal ein Trio. Vielleicht reicht das ja schon aus. Hoffentlich. Gib auf dich 9, Kollege. Immer noch. So. Hallöchen, Colette. Na, zufrieden? Was für ein Geschenk. Ich hätte mir keine besseren Kollegen wünschen können. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht glauben, dass ihr Zero überzeugen konntet, sich uns anzuschließen. Er ist bekannt für seine Reserviertheit, ein echter Virtuose. Danke. Ich erwarte euch bei unseren Auftritten. Ihr seid unser größter Bewunderer. Was? Bin ich das? Ich wurde in Kanerok geboren, aber ich bin weggelaufen, als ich noch sehr klein war. Meine Mutter hat mich erdrückt und ich konnte Spinnen nicht ausstehen. Das verstehe ich. Ich habe einen Großteil des Kristallkrieges im Fallobstviertel in den Gärten von Isa verbracht. Ja, es gibt sie wirklich. Isa. Solltet ihr je die Gelegenheit bekommen, dort vorbeizuschauen, solltet ihr sie nutzen. Ja, das kriegen wir sicherlich hin. Da sie sich angeblich jahrhundertelang versteckt hielten, ist nur wenig über die großartige Kultur der Mitterraner bekannt. Allerdings haben wir herausgefunden, dass ihre Sprache und ihre Musik auf den Klangeigenschaften der Lichtsprache der Erati basieren. Logisch, ich hab's euch gleich gesagt. Die Lichtsprache der Erati, das war mir von vornherein klar. Ich komme aus Kanerok. Ich bin also an Kleinstädte gewöhnt. Trotzdem mag ich keine Gruselgeschichten. Und über diesen Ort gibt es einige. Das wäre kein Problem, wenn man dem Wächter trauen könnte. Aber der hier in Sturmweg ist alles andere als vertrauenerweckend.
Das ist natürlich unschön. Na gut, yo, gehab du dich ebenso wohl, gnädigste Colette. Der Klang von Mithros ist damit gemeistert und wir können weiterziehen. Das gefällt mir. Gut. Der große Anfang ist gemacht, würde ich sagen. Jetzt kann das Abenteuer richtig beginnen. Ich will den Schnee sehen. Ich will sowas von den Schnee sehen. Passt auf eure Genehmigung auf. Ich habe immer das Gefühl, dass man mich hier bestehlen will. So, wen haben wir hier? Siedler und Siedlerin. Na gut. Von euch will ich dann mal nichts. Hier unten wohnt wieder irgendjemand Böses. Boggarts die Rehe schlachten. So, okay. Mach's gut. Okay. Ah. Jetzt kommen wir noch Vagabunden um die Ecke geschissen. Hallo. Noch eine? Natürlich noch eine. Haben wir's? Zufrieden? Ach, scheiße, jetzt habe ich den Furchtschuppen-Mist aufgesammelt. Okay. Es sieht so aus, als müsste ich hier sowieso gleich einmal rumgehen. Weil wir hier diesen Geheimgang finden und wir dann einmal rundherum schwimmen können. Deswegen sammle ich den Loot gleich erst auf. Ein paar schöne Sativa-Fasern. Ja. Also behalten. Pest an Gewichte. Bup. Bup. Und bup. Ich habe echt gedacht, es wird vielleicht ein bisschen herausfordernder, das DLC. Tja. Die Gegner sind eigentlich auf unserem Level. Spiele ich denn noch auf schwer? Schwierigkeitsgrad extrem. Tja. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das aussehen würde, wenn wir auf einfach spielen würden oder sowas. Baum und Zweige. Neue aktive Quest. Ja, was haben wir denn hier? Alle Rüstungsteile finden, der Droidenrüstung. Ja, das kriegen wir wohl hin. Das kriegen wir wohl hin. Vielleicht dauert es ein Weilchen, aber das schaffen wir sicherlich. Wenn die genauso gekennzeichnet sind wie das Ding hier gerade eben, dann schaffen wir das mit links. Okay, hier haben wir nichts mehr. Und hier drüben haben wir wieder einen Haufen wilde Feinde. Den Hirsch, den lassen wir einfach mal ausnahmsweise am Leben. Lop. Au! Ey! Ja. Klappt super. Okay. Ist jetzt in Ordnung, ja? Gut. Dann noch euch beide hier drüben. Die ihr ineinander steht. Double Kill. K.O. Okay. Makellos, makellos. Wunderbärchen. Den hätten wir dann also auch, den Abschnitt. Ach, ich liebe es, Maps zu bereinigen. Ihr kennt das ja. Also, vielleicht auch von euch selbst, aber vor allem von mir. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ihr das hier guckt, dass ihr das Haupt-Let's Play, sage ich es jetzt einfach mal, dass ihr das auch gesehen habt. Und dass Kingdoms of Amalur euch deswegen nicht ganz fremd ist. Zero, ey, was machst du denn hier? Was macht der denn hier? Oh, von uns gerettet werden, wie es scheint. Tschüss, ne? Sind wir hier schon im Lager angekommen, wo wir hin sollen? Ne, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, ne? Siedler. Ich guck mal auf die Map. Siedler, Siedlerin, Siedler, 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 Siedler. Grunberg. Okay. Ja, danke schön. Also schick ist es hier schon, ne? Da kannst du sagen, was du willst. Schick ist das hier alle Male. Kann ich hier auch angeln? Kann ich die benutzen? Kann ich den Thrasher rausziehen und den wegballern? Na, Donovan Burness, wir haben schon von dir gehört. Hallo, hallo, ja, habt ihr kurz Zeit? Ich suche jemanden.
Ganz egal wen, ehrlich gesagt. Wie es scheint, stecken wir in leichten Schwierigkeiten. Wisst ihr, unsere Karawane wurde angegriffen und wir sind auf der Suche nach ein paar helfenden Händen. Idealerweise tragen diese Hände auch ein Schwert oder einen Hammer. Ein Bogen ist auch in Ordnung. Wir sind nicht wählerisch. Okay, also irgendeine bewaffnete Hand. Das kriegen wir wohl hin. Ich gehe mal davon aus, dass wir sowas sind. Was ist denn mit der Karawane überhaupt passiert? Ein Hinterhalt. Mehr weiß ich leider auch nicht. Schildverpflichtete Bolton war die einzige Passagierin und wir haben sie seit dem Vorfall nicht mehr gesehen. Ich habe das Gefühl, dass die Angreifer wussten, dass in diesen Wagen unsere Vorräte waren. Essen, Kleidung, Zelte, Waffen. Der Großteil gehörte uns, aber wir hatten auch vieles für das Zeltlager Aufschwung weiter vorn dabei. Sie sind auf diese Lieferung angewiesen. Hört zu, wir haben noch einen Schildverpflichteten bei uns, Oskar Grunberg, aber er muss zurückbleiben und den Rest der Wagen bewachen. Hättet ihr Interesse daran, den Schauplatz des Angriffs zu untersuchen? Ich würde die Beute mit euch teilen. Ja, das kriegen wir wohl hin. Lyria sei Dank, ich bin ruiniert, wenn wir diese Vorräte verlieren. Das wird perfekt funktionieren. Schildverpflichteter Grunberg bleibt hier, um auf die verbleibenden Siedler und ihre Wagen aufzupassen. In der Zwischenzeit könnt ihr die Schlucht hinunterklettern und nachsehen, ob wir noch etwas bergen können. Und hoffentlich finden wir heraus, was der schildverpflichteten Bolton zugestoßen ist. Auf bald. Okay, da hinten. Na gut. Hier oben gibt es nicht viel zu berichten. Wir versuchen uns vor weiteren Angriffen zu schützen. Mach das mal. Aber ich habe noch ein paar Fragen an dich. Diese heruntergekommenen Zelte sind praktisch ein eigenes Dorf. Es gibt eine Bürgermeisterin, einen Wächter und sogar einen eigenen Propheten. Je länger sie die Tore geschlossen halten, desto größer wird Aufschwung. Okay. Die Berge sind ein gefährlicher Ort. Seht euch diesen Karawanenangriff an. Jeder, der über die nötigen Mittel verfügt, sollte sich Schutz leisten. Ich hatte großes Glück, diese beiden Schildverpflichteten zu treffen bei diesen ganzen Niskaro-Angriffen. Gute Söldner sind schwer zu finden. Das glaube ich. Diese alten Schluchtenpässe sind schon seit Jahren für den Verkehr geschlossen. Seit dem Krieg, als die Tuata die Lawinen ausgelöst haben. Aber das Leben geht weiter und der Handel auch. Deshalb sind wir hier, um eine der ältesten Handelsrouten wieder aufzubauen. Okay. Auf bald. Danke für die Infos. Auf bald. Ein bisschen ruckelt sie immer mal wieder, ne? Also das liegt tatsächlich nicht an OBS oder an dem Video. Das liegt tatsächlich am Spiel. Vielleicht liegt es auch am PC. Aber jedenfalls ist es bei mir auch so. Das ist das, was ich sagen wollte. Bei mir ist es auch so. Es ist nicht nur in der Aufnahme. Da ist Grunberg. Und hier drüben ist Bolton. Der lebt ja doch noch. Wir sollen hier einmal runter in die Schlucht, ne? Habe ich das richtig verstanden? Da, runter in die Schlucht. Na gut, dann gehen wir dann gleich mal runter in die Schlucht. Aber ich würde zuerst mal hier drüben ins Vagabundenlager schauen. Hallo. Ja. Ja, ist in Ordnung. Ist hier irgendwas? Ach, da ist ja noch einer. Grüße, ne? Schöne Grüße, wenn ihr irgendwen seht. Mach's gut. Hoppala. Irgendein Bossgegner. Ciao. Kopfjäger. Tja. Randy Walsh. Scheint nicht mehr ganz so lebendig zu sein. Und eine alte Rechnung. Toll. Mein erster Tag an der Front. Der Hauptmann hat mir und Proudhorn befohlen, den Kamm auszuspähen und nach Tuata Ausschau zu halten. Es waren keine Tuata in Sicht. Zumindest habe ich keine gesehen. Aber die Berge, sie reichten bis zum Sonnenuntergang. Proudhorn grinste im Nebel. Willkommen auf der Weststraße, sagte er. Und sein Goldzahn glitzerte. Okay, ach, hier unten. Wer kämpft denn da? Ist das die Gefreite? Die Schildverpflichtete? Ja, sehr schön. Zeig sie. So macht man das. Geht's gut? Ich freue mich, euch zu sehen. Ich dachte schon, das war's mit mir.
Na, Hat Grunberg euch geschickt? Ich schulde ihm 10 Münzen. Der Bastard hatte recht. Es waren Kobolde. Diese aggressiven Mistkerle haben sich weiterhin am Berghang eingenistet. Jemand muss sich darum kümmern, sonst gibt es noch mehr Blutvergießen. Kriegen wir Wenn hin. Wenn ihr mich zusammenflickt, könnte ich euch begleiten. Ich werde euch nicht aufhalten. Zumindest nicht zu sehr. Auf bald! So etwas Aufregendes ist mir noch nie passiert. Wartet, bis ich meinen Schwestern davon erzähle. Er ist schlau. So viel steht fest. Schlauer als ich. Im Gegensatz zu vielen anderen Siedlern scheint er einen Plan zu haben und zu wissen, was er tut. Es würde mich nicht überraschen, wenn er das Sagen hätte, sobald wir in Kronenfeste ankommen. Meister Burns meinte, dass Essen und Medizin für die Flüchtlinge im Lager direkt voraus seien, aber ich habe meine Zweifel daran. Ich habe unten in der Koboldhöhle viele Kisten gesehen und da waren Waffen drin, kein Essen oder Medizin. Okay. Geschichten zufolge handelt es sich dabei um eine Stadt der Almain oder der Vorfahren der Almain, der Mitaraner. Vielleicht sind die Geschichten wahr, vielleicht aber auch nicht. Ich war noch nie in der Stadt, deshalb hoffe ich, etwas Großartiges zu Gesicht zu bekommen. Ich habe mich den Kriegsgeweihten erst vor einer Woche angeschlossen. Hm. Ist das zu glauben? Die Kerzen auf meiner Geburtstagstorte haben noch gequalmt. Da bin ich schon zur Taverne geeilt, um mich zu verpflichten. Okay, lebt wohl. Na du, du warst es gewesen, ne? Es sind gar keine Krabbelkrebse. Es sind gar keine Kobolde gewesen, es waren ihr Krabbelkrebse. Ja, ja. Ja, ja, das verstehe ich schon. Ah, guck mal, da hinten gibt es auch so ein Ding. Auch ein Wissenssteinchen. Ich dachte, wir hätten den schon. Also, irgendwie habe ich mir die Map scheinbar nicht gut eingeprägt. Na gut, schnappen wir uns den Wissensstein. Mutesbericht, Eintrag 41b. Bericht von Scholarin Crusheng. Das hier hat oberste Priorität für Morus. Beschleunigt die ganze Sache. Klappt die oberste Ecke um. Ihr wollt sie nicht verlieren. Ihr hattet recht. Der Schleier wird hier immer dünner. Er ist kaum dichter als die Schale einer Zwiebel. Die Realität ist nur noch fadenscheinig. Schickt sofort Arbeiter, Schreiber und Ingenieure. Es gibt viel zu tun. Okay. Interessant, interessant. Ich habe gar nicht aufgepasst, ob das dieselbe Steinkategorie ist oder ob wir hier gerade querbeet einsammeln. Weil irgendwie kommt es mir so vor, als würden die nicht so ganz zusammenpassen. Ja, ja. Ja, ja, ist mir egal. Ist mir wirklich egal. Dauert dann halt länger, ne? Wenn du mich angreifst, aber so grundsätzlich gesehen. Den kannst du auch behalten. Hallo. Hey. Gut. Was? Meister Burns wird sich überaus freuen, dass wir seine gestohlenen Vorräte wiedergefunden haben. Er ist sehr speziell. Auf bald. Tja. Dann hätten wir das wohl. Ja, das schnappen wir uns noch. Das mache ich kaputt. Und wir können wieder zurück. Ja, die Furchtschubberüstung kannst du behalten von mir aus. Ich bin da nicht so drauf angewiesen, Kobolde nackt auszuziehen, nur für Rüstungen, die ich eh nicht benutzen werde. Das allerdings erfüllt mein Herz mit Freude. Harmlose Rehe töten. Immer wieder eine große, große Freude. Ihr kennt mich ja. Gut, dann gucken wir hier noch einmal. Hier drüben ist dann... Nee, bin ich doof? Wo war er denn? Hier war doch noch der andere Schildverpflichtete. Ich bin doof, oder? Ich muss schon sehr dumm sein. Wache, Colette, Adalena, ja, die sind hier jetzt hingekommen. Siedler, Siedlerin. Hä, wo ist denn der andere? Ich wollte doch noch mit dem quatschen. Ich wollte doch noch mit dem quatschen. Was ist denn... Ich bin sehr verwirrt. Ich bin sehr, sehr verwirrt. Ihr seid es. Ja, wir gehen in dieselbe Richtung. Kaum zu glauben, hä? Ich hatte da so ein Gefühl bei euch.
Ihr saht aus wie jemand, der eine Gelegenheit beim Schopf verpackt. Hier habt ihr die versprochene Bezahlung. Jetzt, da ich meine Vorräte wieder zurück habe, kann ich sie an den Höchstbietenden verkaufen. Oh, hatte ich etwa gesagt, dass sie fürs Flüchtlingslager wären? Mein Fehler. Nein, ich habe vor, diese Waren zu Wucherpreisen an verzweifelte Flüchtlinge zu verkaufen. Ich werde ein Vermögen machen. Mhm. Alles dank euch. Toll. Bis bald. Super. Hab kein schlechtes Gewissen. Ich habe eigentlich nicht gelogen, sondern nur die wichtigsten Informationen weggelassen. Ja. Tja, jetzt kennt ihr die Wahrheit. Ich bin ein schamloser, profitgieriger Dreckskerl. Aber wenn man in Amalur überleben will, darf man nicht zimperlich sein. Ich beschaffe den Leuten, was sie brauchen. Wenn auch nicht immer auf die Art und Weise, wie sie es gerne hätten. Was wollt ihr dagegen unternehmen? Tja, was werde ich wohl dagegen unternehmen? Was nur? Hallo, mein Freund. Was nur? Ihr da, halt! Ja, sorry, also ja, ich bezahle meine Strafe. Danke für die Spende. Hoppla. Finde ich übrigens sehr witzig. So, das kann ich hier noch vergeben. Und ansonsten gibt es hier mal wieder ein paar Pünktchen. So, das ist ja komplett komplett egal. Stufe 6 von 6. Das steigt ja dann automatisch noch auf. Das ist alles schon ausgemaxt. Wenn ich hier halt noch ein bisschen reinpowern will. Wir brauchen halt 70 Punkte. Ich sehe nicht, dass wir die kriegen. Hier haben wir die 70 Punkte fast. Das ist wohl wahrscheinlicher, dass wir die kriegen. Komm, da lege ich den einen Punkt noch in die Steinhaut. Das ist halt aktiv. Ich brauche eigentlich nichts, was aktiv ist. Ich bin damit zufrieden mit dem, was wir haben. Na komm, dann gehen wir noch auf die Harpune und haben dann ab dem nächsten Level ein bisschen Geschwindigkeit. Und, ja, das brauchen wir auch nicht. Aber die Schnelligkeit, die finde ich schon mal gut. Klingenmeister bleiben wir. Okay. Mach keinen Ärger. Na, ich doch nicht. Hallo? Als ob ich Ärger machen würde. Was haben wir hier nochmal eigentlich? Keine Sachen ausgerüstet. Ihr seid es. Ja, ich bin es. Gut erkannt. Ruckel, ruckel. Ich bin trotzdem super verwirrt. Da oben ist er hingelatscht. Kein Wunder, dass ich den nicht finden konnte. Ich habe keine Regeneration mehr auf meinen Sachen. Kann das sein? Na, Grunberg. Das war eine knappe Sache. Genau die Art von Abenteuer, von dem die junge Bolton den Leuten zu Hause gerne erzählen würde. Was in den Wagen war? Oh, ich weiß nicht. Gewöhnliche Waren, glaube ich. Don wollte nicht viel über die Lieferung verraten, nur dass wir unsere Nasen aus der Angelegenheit raushalten und unsere Aufgaben erledigen sollten. Wer ist Don? Und das tue ich auch. Wer ist dieser Don, von dem du sprichst, Grunberg? Ich wäre selbst gerne da draußen, wenn ich könnte. Diese Berge stecken voller Möglichkeiten für all jene, die mutig genug sind, danach zu suchen. Vielleicht baue ich ja mein eigenes Haus, sobald ich genug Münzen gespart habe. Ja, mach nur, wenn du Bock drauf hast. Lass euch nicht aufhalten. Ja, lass du dich nicht aufhalten. So. Wie weit sind wir eigentlich schon laut Weltkarte? Ah, wir sind schon auf gutem Weg auf der Weststraße. Fast in Aufschwung angekommen. Okay, okay. Hallo. Hallöchen. Alles nur Siedler, nehme ich an. Ich gehe wieder auf die Gebietskarte. Siedler, 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 Siedler. Okay. Damit komme ich klar. Muss es nur wissen. Hier unten ist nichts, ne? Ne, da kommt man auch gar nicht rein. Da will sie sich die Füße ausnahmsweise mal nicht schmutzig machen. So, das nehmen wir wieder mit. Ich glaube, ihr fasst es genauso wenig wie ich, dass ich mal tatsächlich wählerisch bin mit dem, was ich einsammle, oder? Ettin! Was macht ihr denn hier?
Oh, mich treffen anscheinend. Naja. Ja, den nehme ich mit. Mana kannst du behalten. Muss ich... Ach, Litanei an Ynadon. Ich komme mir ein bisschen verarscht vor. So, das hier machen wir auf. Joldmünze. Okay. Ettins gibt's hier also. Das ist ja was Feines. Hier gibt's Wölfchen. Na? Double Kill. Oh, der andere kam noch von oben. Oh, das war's schon? Ihr seid durch die Parade gestorben? Tja, guckt euch keine Paraden an, wenn ihr Paraden nicht vertragt. Hoppala. Arme Wölfchen. So, gucken wir mal hier rein. Mhm, okay. Also, mir entgeht nicht, dass die... dass viele von den Sachen, die wir jetzt so gefunden haben, die Sulen, dass die noch alle diesen... einen Untersatz haben, sag ich mal. Ein weiterer Tag, eine weitere Enttäuschung. Ich habe viele Tage schmachtend hier in diesen Lagern verbracht und darauf gewartet, dass uns der Chaoskönig ins gelobte Land führt. Krankheit, Hunger, Verbrechen. Es fühlt sich beinahe so an, als hätte ich die Feiernlage mitgebracht. Du hattest recht. Es schmerzt mich, das zuzugeben, aber du hattest recht. Es war ein Fehler. In Liebe, Peter. Ach, der Peter. Peter, Peter, Peter. Nur am Meckern. Was haben wir hier? Ein schickes Trüchen. Okay, das war's schon wieder hier, ne? Ja, da oben haben wir dann das. Siedler, 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 Siedler. Wahrscheinlich haben wir hier am an der Straßenrandhütte eine Queste, die uns in die Sulen führt. Gehe ich mal stark von aus. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Tja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich gestehe. Hallo. Ein Nekrokristall. Ein Sohn von Lars. Trotzdem. Okay. Was zur Hölle? Forschungsnotizen, kennen wir das schon? Ich glaube ja. Oder auch nicht. Nee, kennen wir noch nicht. Wiederbelebung Nummer 11. Versuchspersonen musste am Tisch festgeschnallt werden. Trotz des kürzlichen Todes wies die Leiche weiterhin Krämpfe, kurzes Augenrollen und Anzeichen von Atmung auf. Kein Herzschlag. Professor Hughes möchte die Nekrokristalle entfernen. Er glaubt, dass sie negativ auf den Ursprung der Magie des Quells reagieren. Für sich genommen zeigen die Nekrokristalle sehr viel Potenzial. Allerdings reichen die Nebenwirkungen, um sie als Kraftquelle auszuschließen. Nicht vergessen, die Versuchspersonen aus den vorherigen Tests für zusätzliche Obduktionen in den Nebenquellen zu behalten. Guran erinnern. Die Nekrokristallvorräte sind knapp. Professor Hughes rechnet durch unsere Kontakte zu den Reisenden in Zukunft mit weiteren Lieferungen. Mitros ist nicht sicher. Besuch von Professor Destellini. Er hat viele Fragen gestellt. Außerdem hat er uns geraten, dass wir nicht mehr mit Nekrokristallen arbeiten und stattdessen auf fortgeschrittene Nekromantie zurückgreifen sollen. Professor Hughes ist dagegen. Beides nicht ganz so geil. Wenn ich mich einmischen darf. Wahrscheinlich nicht. Na? Da hinten ist euer Nekrokristall. Warte mal, ich kann mich nicht so oft rollen. So, weg damit. Dann machen wir es uns einfach. Könnte es sein, die hatten ja gerade so ein Stun-Symbol über dem Kopf, wenn ich das richtig gesehen habe, dass die nur gestunt sind, solange die Nekrokristalle da sind. Dass die also quasi wieder auferstehen könnten, theoretisch. Das müsste ich mal beobachten. Hallöchen. Ich gehe mal hier durch, ne? Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Ciao. Und eine Bandruhe. Automatisches Band ist immer wunderbar. Wasserfallschlüssel, okay. Auf Leben und Tod den Nekromanten finden. Können wir jetzt in die Sulen rein? Könnte das sein?
mal, ich gehe mal auf die Weltkarte. Jetzt kommen wir tatsächlich in die Sulen rein. Die waren also abgeschlossen. Wir kriegen also doch eine Quest, die uns in die Sulen führt, aber anders als gedacht. Ja, und die Dolche Ordnung und Chaos, die lasse ich einfach mal hier. Die benutze ich eh nicht. Okay, okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Juti, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und dann betreten wir mal die Sulen und dann schauen wir mal, ob wir den Nekromanten nicht ausfindig machen können. Also vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.